Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zur bereits 19. Folge des Let's Plays von Planet Zoo. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es weiter mit dem Hyänengehege, nachdem wir ja letztens den König der Löwen gemacht haben, beziehungsweise das Löwengehege und auch die Mandrillaffen, Warzenschweine und so hier eingezogen sind. Dachte ich mir, es geht weiter mit Hyänen, die passen hier gut zum Thema rein, sind auch aus Afrika und generell in dem Areal hier, was ich hier gebaut habe, sind die da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ich habe dann gleich mal so einen groben Umriss hochgezogen und den auch ein bisschen bearbeitet, damit das Ganze nicht so glatt wirkt. Generell möchte ich mir diesen Gehege ausschließlich mit natürlichen Barrieren arbeiten. Natürlich werden ein, zwei so kleine Holzstücke dann dabei sein oder so, aber der Großteil soll als natürliche Barrieren sein. Ich habe dann auch hier gleich mal so eine Ebene ausgehoben, damit das Ganze ein bisschen tiefer ist und habe mich auch hier das erste Mal an so eine Verkleidung gewagt. Ich habe das sonst immer nur so gelassen und mit Stein verkleidet, aber irgendwie hat mir das nicht mehr gefallen. Vom Stil her muss ich mich ein bisschen weiterentwickeln und dann dachte ich, probierst du das Ganze einfach mal aus und verkleidest mal die Wege so. War eine kleine Spielerei, bis das alles passte und habe dann da mich Stück für Stück vorgearbeitet und immer wieder ein bisschen kopiert und nachgezogen, damit ich da ein bisschen schneller bin. Und ja, bin mir mittlerweile schon drauf gekommen auf so einiges und irgendwie war ich echt anfangs der Woche ein bisschen demotiviert. Ich dachte mir, komm, soll man nochmal neu anfangen, aber irgendwie hatte ich da auch keine Lust, weil ich habe doch schon ein bisschen Zeit hier reingesteckt, aber mittlerweile bin ich mir halt auf echt viele Sachen drauf gekommen, die man im Nachhinein hätte viel besser bauen können. Und deswegen habe ich so einen Kompromiss für mich gefunden. Ich baue diesen Zoo jetzt erstmal weiter und das wird so für später mein Züchtzoo. Und generell soll dieser Zoo auch dazu dienen, Sachen auszuprobieren. Und ja, der zweite Teil dann irgendwann im Laufe dieses Jahres hoffentlich, dann soll wirklich ein wirklich schöner Zoo werden. Und ja, habe ich mega Bock und dieser dann halt quasi so der Probierzoo. Aber dennoch schön gebaut und ja, dieses Zoo-Projekt soll dann quasi so ein Mittelweg werden aus schön gebaut und doch nicht zu zeitaufwendig. Und das nächste Projekt, das ich dann in Zukunft irgendwann angehen möchte, ist dann wirklich schon, wo es dann auch echt lange dauert, so ein Gehege fertig zu machen, vielleicht auch ein Video zwei Teile wieder hat oder das Ganze sogar gestreamt wird. Ich habe da auch in die Richtung schon ein bisschen dran gedacht, dass ich da in Zukunft gerne streamen würde. Mal sehen, ich muss mir da noch ein paar Gedanken zu machen, aber allzu lang soll es nicht mehr dauern und ja, freue mich mega, was da noch alles kommt dieses Jahr. Dann ging es hier gleich mal weiter. Ich habe hier versucht, in dem Gehege ein paar so unterschiedliche Ebenen einzubauen, damit das Ganze nicht zu gerade ist und zu hingeklatscht aussieht. Und habe da einfach mal ein bisschen probiert, wie das Ganze am besten aussieht. Und dachte mir so in der Mitte so ein Aufgang, das könnte eigentlich ganz gut aussehen. Und auch oben hier dann zugemacht, damit das Ganze hier auch ein Ende hat und die Tiere dann nicht irgendwie raus können. Und somit war mal der grobe Umriss des Geheges fertig. Und dann kann man schon mit den Einzelheiten und den Details da ein bisschen weitermachen. Und ich habe das getan mit den Steinen, indem ich hier die verschiedenen Ebenen einfach mit so roten Steinen verkleidet habe. Und das Ganze hier ein bisschen lebhafter gestaltet habe. Ich wollte, dass man hier erkennt, dass es wirklich auch zwei Ebenen sind, dass das Ganze sich ein bisschen abtrennt von oben. Und ja, die großen Steine kann man ja in unterschiedlichen Richtungen drehen, dann merkt man das später nicht mehr so, dass immer nur derselbe verwendet wird. Und wenn man dann zwischenzeitlich das Ganze dann mit ein paar kleinen Steinen noch anpasst und ja, nachkorrigiert, dann fällt das wirklich nicht mehr so auf und man ist da echt schnell und ja, ich finde, das macht sich eigentlich sehr, sehr gut und kann man immer wieder mal einbauen sowas und gefällt mir richtig gut. Als nächster habe ich mich dann schon an die Barriere gesetzt, damit ich die da rumziehe einmal. Dadurch ich großteils mit unsichtbaren Barrieren arbeite, ist das Ganze hier nicht so genau und so schlimm, wie man das setzt. Also man sieht es ja einfach nicht.
Man muss einfach nur darauf achten, damit die Steine hier unter den Naturbarrieren hier wirklich auch abschließen und die Tiere dann quasi nicht außerhalb des Geheges sind, damit es hier zu keinem Fehlalarm kommt. Aber wenn man da das Ganze so wie ich jetzt oben da entlang zieht, dann können die Tiere den Bereich gar nicht überschreiten und somit ist das kein Problem. Hier ist dann der einzige Holzbereich, den ich hier habe, den Gehege. Das werde ich dann später aber auch noch verkleiden mit Steinen und so, damit man das nicht mehr so sieht. Und schon ist das Gehege eigentlich zu und man kann die Tiere holen und dann halt auch wirklich überprüfen, ob das wirklich auch alles passt und auch wirklich alles dicht ist. Ich habe hier da ein bisschen noch nachgebessert, weil ich mir dachte, hier könnte es sein, dass sie rüberklettern, und habe da einfach mal ein bisschen größere Steine genommen, damit hier das auch dicht ist, und das kann man dann später aber noch alles anpassen. In der Zeit, wo die Tiere in Quarantäne sind, würde ich euch gerne mal was zeigen hier. Und zwar die Löwen, die machen gerade ein Nickerchen hier im Königsfelsen. Finde ich richtig nice, dass die Tiere das annehmen und so wie geplant hier auch schlafen. Und ja, gefällt mir richtig, richtig stark. Dann ging schon weiter mit der Gehegedekoration. Ich habe dann wieder so Savannenbäume genommen und die einfach mal oben rumgezogen. Ich dachte mir schon, dass die nicht so viel Bepflanzung haben wollen. Deswegen habe ich das Spiel hier ein bisschen ausgetrickst und habe dann quasi hinter die Barriere oben da die Bäume gesetzt. Dann beeinflusst die das nicht und das ganze Gehege wirkt ein bisschen lebhafter. Und dadurch, dass hier sowieso dann der Afrika-Teil zu Ende sein soll, in dem Gebiet kann man hier quasi so einen Abschluss hinmachen und ich denke, das macht sich ganz gut so. Und die Hyänen werden mir das bestimmt schon verzeihen. Ich habe dann so eine Mischung aus den drei Bäumen da genommen, also eigentlich genauer gesagt zwei Bäumen, weil die anderen sind ja immer dieselben, nur unterschiedlich groß. Also die Savannenbäume und ich glaube die Affenbrotbäume, ich weiß nicht genau wie die heißen, Affenbrotbaum, ja doch, bin mir eigentlich sicher. So müsste es heißen. Und dann habe ich auch schon ein paar so Pflanzen ein bisschen verteilt, damit das Ganze auch ein bisschen lebhafter noch wird und ein bisschen Abwechslung noch mehr reinkommt. Nicht zu viel, aber dennoch ein paar. Und dann ging es weiter hier mit der Geländebearbeitung. Ich würde gerne hier so eine Art Höhle haben, wo sich die Hyänen dann zurückziehen können und ihre Ruhe haben und schlafen können. Das Ganze habe ich mir mal grob geformt, damit ich das später dann mit Steinen verkleiden kann. Und ich einfach nur mal so einen groben Umriss habe. Zum Verkleiden habe ich mir gedacht, nimmst du auch wieder die roten Steine, die passen eigentlich hier ganz gut im Gehege rein. Und habe die dann einfach mal komplett wieder rumgezogen da um die Steine und die verkleidet. Und ja, schön langsam ist dann eine Höhle entstanden und ich finde, die ist ganz nice geworden. Ist zwar immer eine kleine Spielerei, bis das auch wirklich alles so passt. Und ja, man könnte auch dünnere Steine nehmen, dadurch ich aber schon die großen, dickeren da verwendet habe. Und ich eigentlich mit dem Werkzeug immer besser umgehen kann, ist das jetzt keine Kunst mehr und geht dennoch schon ganz schön gut und ziemlich schnell. Und ja, die Höhle ist gewachsen und ich hoffe, die Tierchen gehen da auch rein und finden ihre Ruhe später. Die treuen Zuschauer unter euch wissen vielleicht noch, dass ich mal vor ein paar Videos gesagt habe, dass ich in Zukunft gerne alle zwei Tage um 18 Uhr ein Video hochladen möchte. Leider ist sich diese Woche dies absolut nicht ausgegangen. Aus beruflichen und privaten Gründen hatte ich es einfach nicht geschafft. Ich hoffe, ihr verzeiht das. In Zukunft ändert sich das Ganze wieder. Der Plan ist schon alle zwei Tage noch, aber dennoch kann es öfter mal vorkommen, dass so eine Woche drin ist, wo sich's leider nicht ausgeht. Sollte nicht zu oft vorkommen, aber wenn es vorkommt, bitte ich jetzt schon um Entschuldigung. Und ja, dann gibt's halt mal nur eine Woche mit einem Video oder maximal zwei Video. Aber dennoch, der Plan ist schon alle zwei Tage 18 Uhr. Wer kein Video mehr verpassen will, darf mich gerne abonnieren. Da freue ich mich mega drüber. Und ja, jetzt sind wir auch schon fertig mit der Höhle und ja, kann man so lassen, wie ich finde. Gefällt mir richtig gut, hier die letzten Steinchen noch angebracht und verteilt, damit hier wirklich auch das Ganze zu ist. Und ja, ich finde, das kann man echt so lassen.
Ich habe den Innenbereich hier dann auch noch gleich verkleidet mit den Steinen, damit das alles einheitlich aussieht. Und ist ja eigentlich schnell gemacht. Und dann ist das auch wirklich zu und somit ist dieser Bereich fertig. Und dann ging es schon weiter hier unten mit dem Bereich. Ich wollte hier gerne so einen kleinen Teichtümpel wieder einbauen. Hab da ein bisschen probiert, was am besten aussieht. Und dann bin ich eigentlich zu der Entscheidung gekommen, auf beiden Seiten hier so einen kleinen Teich hinzumachen, der mit so einem kleinen Fluss verbunden ist. Durch irgendeinen komischen Fehler meinerseits, wahrscheinlich weil ich das Gelände vorhin schon ein bisschen komisch hier bearbeitet habe, plus hier noch die Mauer, was ich da gesetzt habe, ging das nicht so leicht. Jetzt musste ich da mich Stück für Stück vorarbeiten, um zu gucken, dass man da auch wirklich Wasser einfüllen kann. Und dann habe ich es anfangs gar nicht hinbekommen und habe dann mir gedacht, ah, dann machst du halt einfach nur auf einer Seite so einen Teich. Das hat mich aber dann so geärgert, dass ich es echt wirklich eine Zeit lang probiert habe und habe es dann doch noch hinbekommen. Deswegen, ja, haben wir hier kurz so ein kleines Zwischenstück drin, wo ich ein paar Pflanzen schon anbringe und dann aber wieder zurückkomme jetzt zum Wasser bzw. zum Teich mit dem Fluss hier. Und ja, hat mich echt ein bisschen wahnsinnig gemacht, aber ich habe es hinbekommen und ja, ich war dann echt zufrieden, so wie es ausgesehen hat. Natürlich darf hier auch eine Brücke nicht fehlen. Ich wollte hier keine vorgefertigte vom Spiel nehmen, sondern selbst eine entwerfen. Ja, ich weiß, es gibt richtig coole und gut aussehende Mods und alles, aber ich will ohne Mods und vorgefertigte Baupläne arbeiten und das Spiel wirklich selbst spielen und selbst alles erbauen. Und deswegen, ja, muss man da halt ein bisschen probieren, was am besten aussieht. Und ich finde, die Brücke, die ich da dann zusammengeschustert, gemeistert habe, finde ich, ja, kann man auf jeden Fall lassen. Wie macht ihr das? Also verwendet ihr Mods, Baupläne? Oder sagt ihr auch, nee, nee, das muss alles selbst gebaut sein? Schreibt es mal unten rein, würde mich echt interessieren. Und woher bekommt ihr generell eure Ideen so? Guckt ihr Videos, Fotos oder baut ihr auch einfach drauf los? Schreibt es mal unten rein, würde mich auf jeden Fall wirklich, wirklich interessieren. Ich habe dann versucht, mit so dünnen Baumstämmen so die Brückenfüße hinzubekommen. Zumal ja hier der Boden schon so Vorkehrungen hat, wo man hier ideal so Baumstämme anbringen kann. Und das Ganze ist etwas dunkler und hat mir eigentlich ganz gut gefallen, damit da auch ein bisschen Abwechslung drin ist. Und ich finde, das sieht dann auch so aus, wie wenn es so gehören würde. Und eigentlich ist ja hier der Brückenboden kein typischer Boden, sondern so ein Dekoartikel aus dem Afrika-Teil. Der hat mir aber eigentlich sehr gut gefallen und deswegen habe ich den hier verwendet. Und ich finde, der macht sich ganz gut hier und ja, ich hoffe, das Ganze funktioniert auch, so damit dann die Hyänen auch rüberlaufen können, beziehungsweise die Tierpfleger und Tierärzte. Und hier vorne soll dann so der Futterbereich werden und auch der Sprecherbereich dann später. Ich habe die Brücke dann ein bisschen angepasst, damit hier auch die Tiere hochklettern können, mit so Klettervorrichtungen, und habe das einmal auf beiden Seiten dann rübergezogen. Und auch so eine Zaunumrandung habe ich dann von Afrika-Teil gewählt, damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht und einen Abschluss hat. Und ja, ich finde, mir gefällt es richtig gut und das passt halt richtig gut rein, wie ich finde. Auch der Zaun hier, finde ich, macht sich ganz gut hier drauf. Auch die Holzoptik, was er hat. Man könnte diesen auch noch anpassen und anders färben. Ich finde aber, so wie der aussieht, ist eigentlich am besten und haben sie schon ganz gut hinbekommen. Deswegen gab es für mich keinen Grund, den zu verändern. Generell muss ich sagen, die ganzen anpassbaren Artikeln, was man da irgendwie einfärben kann und so, gefallen mir teilweise in Originalzustand am besten. Ich finde, da haben sie sich richtig Mühe gegeben. Also gerade beim Afrika-Teil finde ich die enorm gut geworden. Und die kann man eigentlich überall perfekt gleich mit einbauen. Und ja, hier bei der Brücke gleich mal das Geländer auch an der anderen Seite befestigt. Und fertig war sie schon.
noch kurz hier das schräge Teil da ein bisschen angepasst. Ich finde, da musste auch ein Geländer hin, damit das alles einheitlich wirkt und auch wirklich einen schönen Abschluss hat und einfach harmonischer wirkt. Ich habe dann auch immer wieder auf die Tiere draufgedrückt bzw. die Tiere ausgewählt und gecheckt, wie viele Pflanzen bzw. Bäume ich hier im Gehege noch setzen kann. Wie ihr jetzt rechts sehen könnt, ich war schon ziemlich am Limit von der Bepflanzung. Dennoch habe ich versucht, hier wirklich das Maximum rauszuholen und habe da echt noch ein paar Büsche und ein, zwei Bäume hinbekommen. Und ja, generell muss ich sagen, dadurch ich hier oben das Spiel vorhin ein bisschen ausgetrickst habe und die Bäume da außen einmal rumgezogen habe, finde ich das Gehege an sich schon sehr, sehr lebhaft, sodass man hier auf den geraden Flächen und so nicht mehr so viel Pflanzen anbringen muss, sondern wirklich hier einzelne coole Pflanzen auswählen kann. Und ja, ich finde es richtig, richtig nice, das Gehege. Ich glaube, das ist bei meinen Top 3 auf jeden Fall mit drinne, so wie das jetzt schon aussieht. Und habe ich auf jeden Fall richtig Freude damit. Dann ging es weiter, dass ich hier noch ein paar Deko-Artikel verteilt habe, rum um das Gehege und auch im Gehegeteil selbst drin, aber eigentlich hauptsächlich nur oben rum. Ich fand da so Löwen und Skulpturen eigentlich ganz nice. Und auch hier diese afrikanische Maske. Ich dachte mir, wenn man hier mit so Wasserfontänen arbeitet, sieht das aus, wie wenn die aus dem Mund hier so Wasser raus sprudeln lässt. Und ja, das Ganze bringt auch ein bisschen mehr Leben noch rein. Und ich finde, das macht sich ganz gut. Deswegen habe ich das genommen. Ist jetzt nicht zu viel. Und damit auch nicht in jedem Gehege so ein Wasserfall ist, denke ich, kann man das als Alternative ein, zwei Mal auf jeden Fall mit einbauen. Und ja, macht sich auch ganz, ganz gut, wie ich finde, und ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Dann ging es generell noch an die letzten Deko-Artikel im Gehege, ein paar Baumstämme und da noch ein, zwei Pflanzen hin. Die Spielzeuge noch und Essens- und Futterstationen noch aufgestellt, da ich auch da hier einen kleinen Teil schon erforscht hatte und ein bisschen was über die Hyänen ja schon wusste. Und ja, dann war das Gehege eigentlich soweit fertig. Ich habe hier noch an dieser Stelle ein paar so Infotafeln aufgestellt. Ich habe hier mit so Zaun versucht, wieder so einen schrägen TV-Halterung, so eine schräge TV-Halterung hinzubekommen, wo auf der Rückseite auch gleich der Lautsprecher ist, wo die Besucher zuhören können, über die Tiere eine Geschichte erzählt bekommen und einfach, ja, Bildungspunkte den Zoo geben. Und ja, genau das brauchen wir. Da bei mir der Bildungswert momentan ein bisschen niedrig ist und ja, das generell auch auf die Zoobewertung Einfluss nimmt, und da kann man nie genug haben, definitiv nicht. Auch natürlich habe ich wieder Bänke angebracht, Mülleimer und Spendenbüchsen verteilt. Auch das muss natürlich sein bei jedem Gehege, die letzten Lichter hier noch im Gehege verteilt, damit das Ganze auch ein bisschen in der Nacht auch ein typisch afrikanisches Ambiente bekommt. Nicht zu viel des Ganzen, sondern wirklich ein bisschen dezent gehalten. Ein paar Umgebungsleuchten aufgestellt und diese auch farblich angepasst und dann später noch in der Erde verschwinden lassen. Aber erstmal war es das Ganze. Das Gehege ist fertig. Ich sage wieder danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Like oder einen Kommentar freuen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dürft ihr den Channel auch gerne abonnieren. Auch darüber freue ich mich riesig. Jetzt kommen noch ein paar Cinematics. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.